Hinter dem kuriosen Namen verbirgt sich ein Action-Puzzler, der in Japan unter dem Namen Funny Field erschienen ist. Das Erscheinungsjahr 1990 lässt euch dabei natürlich zu Recht vermuten, das Spiel wird vom Gameplay und von der Aufmachung eher einfach gestrickt sein und so ist es natürlich auch. Ein Level umfasst immer einen Bildschirm, der Boden ist dabei in verschiedene Kacheln eingeteilt und eure Aufgabe ist es, diese Kacheln alle umzudrehen. Das tut ihr, indem ihr eine Taste drückt. Wenn ihr euch geschickt anstellt, könnt ihr auch gleich mehrere Reihen umkicken. Dabei seid ihr aber natürlich nicht immer ungestört unterwegs und so sind immer diverse Gegner im Level da. Die sind natürlich besonders frech und drehen euch die Kacheln auch gerne mal wieder um oder, wenn ihr sie berührt, verliert ihr natürlich ein Leben. Wenn sich die Monster jedoch auf einer Kachel befinden, die ihr gerade umdreht, werden diese für eine gewisse Zeit betäubt und sind so ungefährlich. Im Prinzip befindet ihr euch also ein Wettrennen auf die Zeit, versucht den Gegnern auszuweichen und Sachen strategisch sinnvoll umzukicken. Das tut ihr in insgesamt 30 Leveln, die dann später natürlich auch mit verschiebbaren Blöcken und so weiter weitere Hindernisse bieten. Ich persönlich bin nicht so super warm mit dem Spiel geworden, aber im Prinzip ist das Spiel durchaus für Action-Puzzle-Fans mal einen Blick wert. Side Pocket ist eine Billard-Simulation. Sie erschien zuerst 1986 in den Spielhallen und wurde danach auf diverse Systeme portiert. Der Sport wird auch hier auf dem Game Boy durchaus gut umgesetzt und konzentriert sich dabei auf die Basics. Das heißt, auch die Spielmodi fallen eher einfach raus und kommen in zwei Geschmacksrichtungen. Nineball und Pocket. Der erste Modus ist dabei als eine Art Übungsmodus anzusehen. Spielen tut ihr alleine nach dem Nineball-Pool-Regeln. Heißt, ihr müsst die Kugeln in der numerischen Reihenfolge einlochen und könnt euch dabei mit dem ganzen Ablauf in Ruhe vertraut machen. Der Pocket-Modus ist im Prinzip sehr ähnlich und ist vielleicht etwas wie ein Karrieremodus anzusehen. Hier müsst ihr die Kugel mit einer festgelegten Maximalmenge an Stößen einlochen. Reihenfolge ist dabei egal, aber ihr kriegt mehr Punkte, wenn ihr es in der richtigen Reihenfolge macht. Die Ballphysik geht bei dem Ganzen in Ordnung. Es ist immer nachvollziehbar, wie sich die Kugeln verhalten und euch wird sogar immer eine kleine Vorschau angezeigt. Ihr könnt sogar einstellen, wo genau ihr die weiße Kugel treffen wollt, um so mehr Einfluss zu nehmen. Wenn ihr ein simples Billardspiel auf den Gameboy spielen wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Ich kann das Spiel grob in folgenden Satz zusammenfassen. Es ist Lost Vikings auf den Gameboy für ganz Arme. In diesem Puzzle-Plattformer steuert ihr aus der Seitenperspektive zwei Mäuse. Diese haben natürlich verschiedene einzigartige Fähigkeiten. Die schlankere, großgewachsene Maus kann so zum Beispiel höher springen, während der gedrungene Kollege stärker ist, dafür aber nicht so gut springen kann. Diese Fähigkeiten müssen dann an verschiedenen Stellen bei verschiedenen einfachen Rätseln eingesetzt werden. So springt der eine zum Beispiel über einen Abgrund, holt eine Kiste rüber, mit deren Hilfe dann der andere auch über den Abgrund kommt. Auf diese Weise müsst ihr dann immer zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Bei dem Ganzen hängt euch natürlich ein unfaires Zeitlimit in den Nacken. Das finde ich besonders schade, da euch viel von dem Spielspaß verdorben wird. Immerhin will man ja bei so einem Spiel auch etwas rumprobieren. Zwischen den Leveln gibt es dann seltsamerweise auch Breakout-artige Abschnitte? Warum auch immer. Auf dem Papier klingt das Spielprinzip natürlich klasse, aber irgendwie wurde ich nicht warm damit. Es fehlt einfach der Feinschliff eines Lost Vikings. Die Rätsel und der Levelaufbau sind gefühlt künstlich gestreckt und mit der Steuerung wurde ich auch nicht so wirklich warm. Und dann noch dieses Zeitlimit, das wirklich jeden Spielspaß einfach komplett verdirbt. Kann ich persönlich nur unter Vorbehalt empfehlen. Das Spiel hätte richtig gut werden können, mit der Prämisse hätte. Immerhin ist die Grafik sehr gut gelungen. Auch das Spiel kann man schnell zusammenfassen. Es ist im Prinzip Pac-Man mit etwas mehr Charme. Ähnlich wie bei dem berühmten Vorbild habt ihr ein Labyrinth gefüllt mit kleinen Perlen. Eure Aufgabe ist es nun, diese abzulaufen und alle Perlen einzusammeln. Statt Geister verfolgen euch hier Polizisten, da das Ganze etwas von so einem Bankräuber-Charme hat. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Das Spiel nimmt dieses einfache Spielprinzip und erweitert es an den richtigen Stellen. So könnt ihr zum Beispiel an den richtigen Stellen Fallen aufbauen und so weiter. Auf diese Weise kommt dann noch ein gehöriges Maß an strategischer Tiefe mit hinzu. Außerdem gibt es natürlich nicht wie in Pac-Man nur ein Level, sondern viele verschiedene, die euch alle vor einer etwas anderen Herausforderung stellen. Abgerundet wird das Spielprinzip dann noch mit einer einfachen, charmanten Aufmachung. Wenn ihr also mal ein etwas besseres Pac-Man spielen wollt, dann könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen.
Wenn ihr Gameboy-Spiele sammelt, dann seid ihr hundertprozentig schon einmal über dieses Spiel in einer dieser Grabbelkisten gestolpert. Es ist eines dieser sehr günstigen Module und erschien sehr früh zum Start des Systems. Was steckt dahinter? Im Prinzip genau das, was draufsteht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es ist eine sehr genaue Umsetzung des Brettspielklassikers. Es gibt hier keine großartigen Spielmodi oder ähnliches. Ihr sucht euch einfach eure Farbe, welchen Computergegner ihr hier gerne hättet. Und schon geht es los. Das schachbrettartige Spielfeld ist dabei in, verschiedene Felder unterteilt. Gezogen wird abwechselnd. Nun müsst ihr in jeder Runde einen eurer Steine auf ein freies Feld legen. Klingt jetzt einfach, aber das könnt ihr natürlich nicht komplett frei machen. Das Feld muss horizontal oder vertikal an einen der bereits belegten Felder angrenzen. Habt ihr das getan, werden alle Steine, die zwischen eurem bereits gelegten Stein und den neuen Stein mit eurer Spielfarbe verwandelt. Euer Ziel sollte jetzt klar sein, Steine mit eurer Spielfarbe müssen zum Schluss in der Überzahl sein. Othello ist ein simples Brettspiel, das aber durchaus suchterregend sein kann. Das einfache Spielprinzip passt perfekt zu dem Gameboy, genauso wie das simple Spielprinzip wurde auch das Spiel auch umgesetzt und das geht völlig in Ordnung. Für den kleinen Preis ist das Spiel daher durchaus mal einen Blick wert.